Heute sind wir im Seniorenzentrum in Göttingen. Es geht um Pflege und Digitalisierung und wir sehen sehr, sehr große Chancen darin, was Digitalisierung in diesen Bereichen an Entlastung, aber eben auch an Zugewinn bringen kann. Heute reden wir über drei verschiedene Themenschwerpunkte. Zum einen darüber, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Patientinnen und Patienten und auch ältere Menschen hat. Wir haben Debattenbeiträge, die das Ganze sehr dystopisch, also sehr negativ sehen. Und sehr häufig wird sehr wenig darauf geschaut, wie denn eigentlich die Personen, die Pflegebedürftigen, mit diesen Robotern umgehen. Im zweiten Teil geht es darum, wie sich Pflege verändert durch Digitalisierung. Es fallen Tätigkeiten weg, es kommen andere Tätigkeiten dazu. Naja, und das ist eben eine ganze Menge mehr als einfach nur ein neues Gerät. Ich denke, dass Roboter nie eine Konkurrenz für Pflege sein werden können, denn Gefühlsarbeit, Emotionsarbeit wird immer der Hauptbestandteil der Pflege sein. Und im dritten Teil werden wir auch ein bisschen utopisch und schauen mal, was möchten wir eigentlich, wie Pflege sich entwickelt. Es geht nicht darum, ob Technik kommt, sondern wie man damit umgeht und was draus gemacht wird. Und da ist es halt wichtig, die Beschäftigten mitzunehmen. Pflegende müssen natürlich geschult werden, dafür müssen sie Zeit bekommen, dafür müssen sie die Mittel bekommen. In der stationären Pflege sehe ich eher Interoperabilität als nächsten Schritt oder auch zum Beispiel Spracheingaben bei der Pflegedokumentation. Ja, das sind dann nicht so große Themen, die aber, glaube ich, viel bewirken können für die Leute, die alltäglich damit zu tun haben. Wie jedes Mal in dieser Reihe befassen wir uns heute auch mit der Meinung natürlich der Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dafür nutzen wir ein Tool, ein Voting-Tool, mit dem man sich direkt an der Diskussion beteiligen kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch auf die Datenschutzfrage. Daten sind das Gold dieses digitalen Zeitalters. Und das sind praktisch alles Fragen, wo die Politik jetzt schon Rahmen setzen sollte. Im Zentrum der Diskussion steht immer auch, wie können wir Digitalisierung nutzen, um zu einer besseren Pflege zu kommen und zu besseren Arbeitsbedingungen zu kommen.